Hallo, mein Name ist Marco Lechner. Ich arbeite beim Bundesamt für Strahlenschutz in der Abteilung Radiologischer Notfallschutz und leite das Fachgebiet Koordination Notfallschutzsysteme. Ich werde über die Open-Source-Strategie des Bundesamts für Strahlenschutz, insbesondere bei der Entwicklung der Notfallschutzsysteme, berichten und vielleicht dadurch einen Weg für Behörden zu mehr digitaler Souveränität und Nachhaltigkeit aufzeigen. Digitale Souveränität ist in aller Munde. Zitieren wir Markus Richter, den CIO des Bundes, der sagt, der Staat muss bei der Wahl seiner IT-Lösungen unabhängig und flexibel bleiben. Oder das Land Thüringen, das 5 Handlungsfelder für digitale Souveränität identifiziert und auch oder auch unsere Präsidentin des BFS, Dr. Inge Paulini, die zum radiologischen Notfallschutzsystem IMIS-3 sagt, mit IMIS-3 machen wir uns unabhängig von einzelnen Softwarefirmen und Produktlizenzen, so sparen wir Kosten, gewinnen Flexibilität und machen einen großen Schritt hin zu mehr digitaler Nachhaltigkeit und digitaler Souveränität. Doch was bedeutet digitale Souveränität? Schauen wir uns kurz ein paar Definitionen an. Digitale Souveränität ist die Summe aller Fähigkeiten und Möglichkeiten von Individuen und Institutionen, ihre Rolle in der digitalen Welt selbstständig und selbstbestimmt ausüben zu können. Im Kern ist die digitale Souveränität die Möglichkeit zur unabhängigen digitalen Selbstbestimmung. Dies bedeutet, einseitige Abhängigkeiten zu vermeiden. Und zuletzt, digitale Souveränität eines Staates oder einer Organisation umfasst zwingend die vollständige Kontrolle über gespeicherte und verarbeitete Daten sowie die unabhängige Entscheidung darüber, wer darauf zugreifen darf. Dies umfasst auch die Fähigkeit, technologische Komponenten und Systeme eigenständig zu entwickeln, zu verändern, zu kontrollieren und durch andere Komponenten zu ergänzen. Im Rahmen dieser Definitionen lohnt es aber auch, einen Blick auf den 9-Punkte-Plan für ein digitales Deutschland zu werfen. Darin wird gefordert, dass neue Arbeitsmethoden mehr Agilität zulassen, dass Standardisierung ein wichtiger Aspekt ist und dass Herstellerunabhängigkeit durch Modularität und Standardisierung, insbesondere auch durch Open-Source-Software, essentiell für ein digitales Deutschland ist. Am Bundesamt für Strahlenschutz war die Ausgangslage etwa vor 2015, dass das radiologische Notfallschutzsystem, das integrierte Mess- und Informationssystem IMIS, aufgrund neuer gesetzlicher Vorgaben, dem Strahlenschutzgesetz, angepasst und weiterentwickelt werden musste. Allerdings war das mit dem bisherigen System und den zugehörigen Dienstleistungsverträgen praktisch nicht möglich. Es handelte sich um eine monolithische Java-Anwendung, die nicht unter einer freien Lizenz entwickelt wurde und die nur speziell für das BFS von einem Dienstleister entwickelt wurde. Daraufhin kommt es zur Neuentwicklung des IMIS als IMIS 3 unter Berücksichtigung eines Entwicklungsprinzips, das Koala genannt wird. Koala heißt komponentenorientierte Anwendungen mit langfristiger Ausrichtung. Realisiert wird das Ganze auf Basis von Rahmenabrufverträgen für Entwicklungsdienstleistungen für bestimmte Technologien, zu einem nicht unerheblichen Anteil im Zusammenhang mit Firmen aus dem Vosges-Umfeld. Die Koala-Prinzipien, die bei der Entwicklung berücksichtigt wurden. Komponentenorientierung. Die einzelnen Bausteine des IMIS sollen unabhängig voneinander betrieben werden können und bei Bedarf sollen einzelne Komponenten ersetzt werden können, ohne die anderen Komponenten dabei in Frage zu stellen. Wichtig ist, Herstellerunabhängigkeit durch den Einsatz freier Software zu erreichen und das Ganze soll als Webanwendungen, Webservices umgesetzt werden. Wichtig ist Open Source First, das heißt, für eine bestimmte IMIS-Komponente schauen wir zunächst, ob bereits ein Open Source Software Produkt existiert, das die Anforderungen vollumfänglich erfüllt, dann setzen wir dieses ein. Allerdings ist hierfür auch Marktkenntnis erforderlich, die nicht unerheblich ist, um Produkte auch richtig auf Nachhaltigkeit und andere Faktoren bewerten zu können.
An der Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass die OSGEO und der VOSGIS hilfreiche Orientierung geben. Letzten Endes ein OSGEO-Projekt, ein offizielles OSGEO-Projekt, ist vielleicht auch ein Qualitätslabel dafür, dass damit gerechnet werden kann, dass es vielleicht auch in 5 oder 10 Jahren noch eine aktive Entwicklungscommunity gibt, die das Projekt pflegt. Gibt es keine solche Software, die vollumfänglich die Anforderungen erfüllt? Schauen wir, ob es denn eine Open Source Software gibt, die bereits sehr nah an diese Anforderungen herankommt, und entwickeln diese weiter und verbessern diese. Änderungen an der vorhandenen Open Source Software sollen dann unter freier Lizenz an das Projekt zurückfließen. Zum einen ist es dafür erforderlich, Entwicklungsressourcen selbst zu haben oder diese über Dienstleister einzukaufen und Erfahrung in der Softwareentwicklung mitzubringen. Um sicher zu sein und Forks zu vermeiden, dass Weiterentwicklungen aber auch tatsächlich in die Projekte zurückfließen können, muss man selbst Teil der Community sein oder Nähe zur Community haben oder eben einen Dienstleister haben, der diese Expertise mitbringt. Um dies zu gewährleisten, haben wir in unseren Ausschreibungen dies auch tatsächlich berücksichtigt und als Leistungsfaktoren in die Bewertung mit einbezogen. Das heißt, eine Firma, die nachweist, dass sie zu einer bestimmten Technologie Nähe zur Community hat, vielleicht selbst Codebeiträge liefert, selbst Personen hat, die im Core-Entwickler sind oder im Project Steering Committee sind, das wird entsprechend hoch bewertet und verbessert die Leistungsfähigkeit dieser Firma bei der Zuschlagserteilung. Erst als letztes, wenn es tatsächlich keine Software gibt, die an der Stelle eingesetzt werden kann, entwickeln wir selbst diese einzelne Komponente, um diese Lücke zu schließen und veröffentlichen die entsprechende Entwicklung unter freier Lizenz. Dabei ist es wichtig, auch in Ausschreibungen darauf zu achten, dort, wo Eigenentwicklungen stattfinden oder explizite Komponenten entwickelt werden, dass bereits vereinbart ist, dass diese unter einer freien Lizenz, im Falle des BFS, die GPL V3 üblicherweise, lizenziert werden oder dass zumindest die Vorgabe zur Verwendung einer OSI-bestätigten Lizenz in der Ausschreibung festgeschrieben ist. Die Eigenentwicklungen des BFS sind deswegen auch auf github.com/openbfs veröffentlicht und können dort frei konsumiert werden. Ein paar ergänzende Aspekte zu dieser Art und Weise zu arbeiten. Es ist natürlich wichtig, das Projektmanagement, aber auch die Verantwortung für den Fortschritt der Entwicklung verbleibt dabei beim BFS. Das heißt, es sind Grundlagenkenntnisse erforderlich in der Softwareentwicklung und Erfahrung im Projektmanagement. Bei langjährigen Projekten, wie das auch bei uns ja der Fall war, kann diese Expertise kontinuierlich aufgebaut werden. Gerade der Bereich Projektmanagement kann aber auch sehr gut durch einen Dienstleister abgedeckt werden. Wichtig dabei ist, dass man selbst im Haus Kolleginnen und Kollegen hat, die sich gerne neuen Herausforderungen stellen und dass man ein Vertrauensverhältnis zwischen den Vertragspartnern hat. Da glaube ich, hatten wir vielleicht großes Glück, vielleicht ist es aber auch normal so, denn wir hatten während und haben auch immer noch mit unseren Vertragspartnern während der IMIS-Entwicklung sehr gute Erfahrungen gemacht. Was aber auch wichtig ist, ist, die Expertise kontinuierlich aufzubauen im Hause, sodass man zumindest theoretisch die Projekte auch selbst weiterführen kann, sollte ein Dienstleister aus irgendwelchen Gründen ausscheiden. Deswegen ist es für uns auch immer wichtig gewesen, nicht nur Entwicklungsdienstleistungen über die Verträge abzusichern, sondern auch Wissenstransfer in Form von Workshops mit zu haben, um den Wissenstransfer gewährleisten zu können.
Wir reden von Webanwendungen und einzelnen Komponenten. Die müssen ja auch irgendwo miteinander kommunizieren. Entsprechend wurde im Koala-Prinzip festgeschrieben, dass die Schnittstellen, soweit sie eben vorhanden sind, möglichst auf Basis offener internationaler Standards miteinander sprechen sollen. Das sind natürlich, und da sind wir, glaube ich, im Bereich geografischer Informationssysteme in einer sehr ungewöhnlich guten Lage, dass wir mit den OGC-Standards einen sehr hohen Grad an Standardisierung haben. OGC, Inspire-Richtlinie, nationale bis kommunale GDI-Infrastrukturen schaffen hier Voraussetzungen im Bereich geografischer Informationssysteme, im Bereich der Geodienste, Geodatendienste und Geodaten, die in anderen Fachdisziplinen so nicht unbedingt vorhanden sind. Das sollten wir auch nutzen, denn ich bin der Meinung, dass der hohe Grad an Standardisierung, den wir im GIS-Bereich haben, GIS-Projekte dafür prädestiniert, digital souverän umgesetzt zu werden und digitale Souveränität zu fördern. Das IMES 3 hat das alte IMES-System abgelöst, ist jetzt das produktive Notfallschutzsystem des Bundes. Und wir stellen uns natürlich die Frage, ob dieses Good-Practice-Beispiel auf die ganze Behörde, auf alle anderen Beschaffungen immer vorbehaltlos transferiert werden kann. Was davon ist, hat eher Projektcharakter. Was kann die digitale Souveränität für die gesamte Behörde fördern oder dafür einen wichtigen Beitrag leisten? Wir haben bei diesem Transfer 7 Handlungsfelder digitaler Souveränität identifiziert und die möchte ich jetzt kurz noch mit Ihnen durchgehen. Es geht mir dabei nicht darum, Antworten zu geben, sondern vielmehr Fragen aufzuwerfen, die sich eine Behörde stellen sollte, auch beantworten sollte, die digitale Souveränität erreichen oder verbessern möchte. Digitale Souveränität für eine Behörde muss gewollt werden. Das heißt, es ist eine sehr strategische Komponente dabei. Existiert denn überhaupt in der Behörde eine eindeutig definierte Strategie zur digitalen Souveränität? Ist diese gleichberechtigter Teil der Gesamtstrategie einer Behörde? Ist sie in operativen Prozessen auch tatsächlich umgesetzt? Und werden konkrete Ziele und Maßnahmen vorgegeben? Wenn Sie in einer Behörde arbeiten und digitale Souveränität vorantreiben wollen, dann fragen Sie sich, ob eine Organisationseinheit in der Behörde geschaffen werden kann, die digitale Souveränität sicherstellt und etabliert. Wie wird das Wissen zu digitaler Souveränität in der Behörde aufgebaut? Oder ist dieses vielleicht bereits punktuell vorhanden und kann durch Wissenstransfer verbreitet werden? Besteht zwischen der Open Source Community und der Behörde ein regelmäßiger Informationsaustausch mit dem Ziel einer Weiterentwicklung von Open Source Lösungen? Es ist zwar auch sicherlich viel Eigenmotivation mit dabei, aber es hat auch strategische Ziele, dass das BFS seit Jahren regelmäßig auf der FOSCIS-Konferenz in Vorträgen präsentiert, was es im Bereich digitaler Souveränität tut. Können eingesetzte IT-Lösungen über ihren ursprünglichen Zweck oder ihr System hinaus an anderer Stelle in der Behörde oder von anderen Institutionen, Firmen oder Personen genutzt werden? Weg vom Scheuklappendenken, Hauptsache meine Fachanforderungen werden erfüllt, Weitblick entwickeln, kann das, was ich tue, eigentlich noch irgendjemand anderes vielleicht gut brauchen? Konzeption. Sind denn kontinuierliche Weiterentwicklungen und Anpassungen an neue Anforderungen bereits bei der Konzeption berücksichtigt? Ist Agilität überhaupt möglich? Werden mögliche Open-Source-Komponenten bereits bei der Konzeption evaluiert? Stichwort Open Source First. Um digitale Souveränität in Ihrer Behörde zu erreichen oder zu verbessern, fragen Sie sich, besteht für existierende IT-Lösungen Einsehbarkeit und Veränderbarkeit des zugrunde liegenden Quellcodes? Wir fangen ja nicht bei Null an, sondern wir haben bereits existierende Strukturen, müssen aber Handlungsfelder, Bereiche, wo Handlungsbedarf besteht, identifizieren.
Besteht für Datenspeicher ein uneingeschränkter Zugriff auf die Daten oder sind proprietäre Bibliotheken und Client-Programme erforderlich? Bestehen Alternativen zu Anwendungen, die sich am Ende des Lebenszyklus befinden? Können diese möglicherweise durch digital souveränere Lösungen abgelöst werden? Bestehen vielleicht Bedenken oder Unsicherheiten, dass verwendete Produkte an Funktionalitäten verlieren können oder nicht weiterentwickelt werden oder wegen Einschränkungen, Datenschutzgrundverordnung, Barrierefreiheit in Zukunft nicht mehr eingesetzt werden können? Stichwort Daten. Gibt es vielleicht Softwarelösungen oder andere Datenverarbeitungsprozesse, bei denen die Nachvollziehbarkeit der Verarbeitung eingeschränkt oder unmöglich ist? Bestehen kritische Abhängigkeiten der Datenspeicherorte oder von proprietären Softwareanbietern? Werden fachliche Austauschformate eingesetzt, die mithilfe offener international üblicher Standards beschreiben, wie ein Format einzusetzen ist, oder eben vielleicht nicht? Dann besteht hier bitte Handlungsbedarf. Und der vielleicht umfassendste Aspekt der digitalen Souveränität neben der strategischen ist die Beschaffung, die nachhaltige Beschaffung. Können agile Entwicklungsverfahren, Nachhaltigkeit und Souveränität berücksichtigt werden? Ein Bedarfsträger, also die Fachabteilung beispielsweise, darf nicht nur die momentanen fachlichen Anforderungen berücksichtigen, sondern muss Nachhaltigkeit und Souveränität mitdenken. Das ist in den Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen bisher unzureichend abgebildet. Ich plädiere dafür, eine standardisierte Prüfung auf digitale Souveränität und Nachhaltigkeit vergleichbar mit der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung in die Beschaffungsprozesse mit einzubinden und geeignete Bewertungskriterien bei Ausschreibungen mit einzubringen. Verbindungen zur Foskis-Community, Kenntnisse bei der Open-Source-Softwareentwicklung sind Qualifikationen, sind Leistungen, die Dienstleister mitbringen, die auch honoriert werden sollen. Werden Ausstiegs- und Migrationsstrategien gleich mitbedacht? Bitte das Opt-out mitdenken. Wie kann ich denn die Daten und die Inhalte aus der vorgesehenen Software auch wieder extrahieren und in ein fiktives, künftiges Zielsystem migrieren? Nach meiner Einschätzung gibt es sehr viel Software, bei der der Wert nicht in der Software an sich liegt, sondern in den über Jahren darin gepflegten Dateninhalten und Strukturen. Umso wichtiger ist es, von vornherein und immer mitzudenken, wie man diesen Schatz auch wieder migrieren kann in ein anderes künftiges Zielsystem. Ist eine Veröffentlichung von Code bereits in der Beschaffungsrichtlinie berücksichtigt? Ich glaube, digitale Souveränität für die Behörde kann erreicht werden, kann verbessert werden. Digitale Souveränität ist gewollt, muss gewollt werden. Digitale Souveränität kann auch in kleinen Projekten anfangen, die als Impulsgeber für die digitale Souveränität der gesamten Behörde wirken können. Digitale Souveränität betrifft alle, nimmt auch alle mit, geht dadurch erst in die Breite und wird damit auch, wenn digitale Souveränität eine Strategie hat, selbst auch Strategie ist zur Behördenkultur. Und mit den besonderen Voraussetzungen, die wir im Bereich der geografischen Informationssysteme haben, bin ich der Meinung, dass digitale Souveränität besonders gut mit Foskis geht. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein paar Denkanstöße geben, die Sie durch diese Konferenz tragen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Noch eine kurze Anmerkung aus eigenem Interesse. Am Donnerstag um 15 Uhr einer für alle, ein kompletter OSM-Stack auf Docker-Basis für den Einsatz im radiologischen Notfallschutz. Mein Kollege Sven Burbeck stellt eine unserer IMIS-Komponenten vor und somit wünsche ich Ihnen noch eine erfolgreiche, ertragreiche Konferenz. Dankeschön.